Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing, dem zweiten, hier auf diesem Kanal, die Loot Chest 2017. Die erste im Jahr 2017 ist soeben eingetroffen. Ich habe sie frisch von der Packstation direkt um die Ecke abholen können. Und ich würde sagen, ohne groß drum herum zu schweifen, bin gut vorbereitet. Messer, Schere, weiß ich nicht, Kettensäge, liegt hier alles bereit. Und ich würde sagen, Moment, braucht man diesmal gar nicht. Na doch, ich schneide lieber hier vorne durch. Ist doch sicherer nicht, dass hier irgendwie das schöne Design kaputt geht. Na komm. Ja. Funktioniert schon mal einwandfrei hier. Ja, jetzt aber. Jetzt hat sie verloren. So, das ist das Lootbook, gar nicht erst reingucken, Loot Chest, Danger, Biohazard, Caution, zeig es trotzdem einmal in die Kamera fixiert, sehr schön. Das ist das erste, was ich mit der neuen Kamera jetzt aufnehme, also das erste Unboxing, was ich mit dieser neuen Kamera aufnehme. Bin mal gespannt und ich sehe schon was. Ich sehe schon was, womit fangen wir denn mal an? Fangen wir doch mal erstmal dran mit der Dreingabe, natürlich wie immer. Haribo, wie schön. Haribo Goldbeeren. Moment, kann man die Box richtig hier sehen? Passt. Was haben wir denn hier? Einen Sticker, einen Aufkleber, der natürlich wunderbar zum Thema passt, wenn das Thema irgendwie was mit Biohazard, Danger und so weiter ist. Ich kann mal eben nachgucken. Man kann ja vorne mal so ein bisschen reinblättern, ohne jetzt dass ich mich spoilern lasse. Hey ho, Looter! Das neue Jahr. YouTube-Gewinnspiele. Na, nein, da gucke ich mal besser noch nicht drauf. Schön mit der weißen Schrift auf schwarzem Grund und zwischendurch so ein paar blaue Sachen, die man extrem gut lesen kann. Warte mal, das geht in der Kamera besser, als wenn ich es mir so hinhalte. Ein nerdiges neues Jahr wünsche ich euch übrigens auch, allen denjenigen, denen ich es noch nicht gewünscht habe. Und so, auf jeden Fall schon mal der erste Sticker hier. Kommt mal hier oben auf die Tastatur. Mal schauen, was haben wir denn da noch? Bin jetzt ja nicht so ein Mützenträger, wobei doch eigentlich schon. Eine Mützenträger, auch nicht schlecht. Eine Mütze. Na, wie rum ist richtig, so rum ist richtig. Ich schau mal eben nach, so spontan. In 7. Sagt mir das. Ach, Mass Effect, natürlich. Ein Mass Effect Produkt von BioWare. Mal eben auch in die Kamera halten. Na, fixier. Ja, das funktioniert doch klasse mit dem Fixieren. Die Kamera gehorcht auf Befehl. Fixieren. Siehst du? Funktioniert. Mal eben schauen, ich bin eigentlich kein Mützenträger, ne? Aber. Dick. Passt. Würde ich behaupten, passt. Oh, die ist schön. Die ist gut verarbeitet. Fühlt sich richtig gut an. Aus einem, würde ich jetzt mal so spontan als Laie sagen, aus einem richtig guten Stoff gemacht. Steht sie irgendwo bei, ist natürlich, ist 100% Acrylic. This awesome product is officially licensed. Okay. Und made in China. Aber trotzdem fühlt sie sich gut an und vor allen Dingen, glaube ich, auch warm. Na komm, ist doch nicht umhängen. Die behalte ich gleich an, ne? Wer kennt die Werbung noch? Ja, schön. Moment, ich muss eben gucken, ist ein bisschen spiegelverkehrt leider gerade, das, was ich da sehe. Ich hoffe, man sieht es hinterher richtig rum. So, passt, wackelt und hat Luft. Aha, eine kleine Box. Batman vs. Superman. Würde ich spontan daraus lesen. Stimmt's? Bitte jetzt einmal recht geben und einmal alle vom Bildschirm nicken. Jawohl. Ein Puzzle. Puzzle Superman Graffiti, 200 Teile. Ich muss sagen, sieht nicht schlecht aus. Das Bild soll es, denke ich mal, dann werden. Fixieren. Das funktioniert wirklich.
voll gut. ja, wie ich das jetzt... Denk mal, ich werde es puzzeln und dann vielleicht ein Foto irgendwie vielleicht bei Twitter oder Facebook oder bei beidem hochladen. Ich denke mal, kann man durchaus machen, 200 Teile. Ja. Ich will es jetzt nicht aufmachen, ne? Das lasse ich mal für später. Das ist nämlich auch nochmal zugemacht. Nochmal zugeklebt, wobei, wisst ihr was? Ist doch egal. Ah ja. Ja, unspektakulär, so sieht das Ganze aus. Ist auch schon fast fertig gepuzzelt. ich bin mal gespannt. Mein letztes Puzzle ist mit Sicherheit... Boah, ich will nicht übertreiben. Einiges her. Sagen wir mal 3, 4, 5 Jahre mit Sicherheit schon. Das tue ich jetzt einfach mal wieder rein. Passt ja wie angegossen. Na, geh da rein. Komm. Jawohl, sehr schön. So, das Ganze stelle ich dann mal hier hin. Man sieht es jetzt nicht, weil ich da die Box vorstehen habe. Sehr schön. Aber egal, das können wir dann gleich noch machen. So, was sehe ich denn hier noch? Ich gucke erstmal, ob es unten drunter liegt. 2 komplette Stories. Spider-Man, Deadpool und Civil War 2 Leseprobe von Marvel. Das brandneue Marvel-Universum. Ich zeige es mir einmal von vorne. So sieht das gute Stück von vorne aus. Leseprobe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum nicht? Das Cover sieht schon mal gut aus. Ist natürlich von Panini. Ist eine gratis Dreingabe. Spider-Man 7. Das neue ist ab dem 3.1. erhältlich. Gibt es also schon. Avengers 7 auch. Iron Man 7. Ab dem 17.01. und Deadpool 7 ab dem 24.01. Ich blätter mal einmal so durch. Vorne erstmal noch Werbung für das neue Black Panther. Ach, Moment mal eben. Ach, kurz was im Auge gehabt. 20 Jahre Marvel bei Panini. Aha. Im Februar 97 starteten wir bei Panini unser Marvel-Programm. Na denn. Gucken wir doch mal. Spider-Man und Deadpool. In der Film und sein Star. Das ist jetzt die erste Seite. Na, da. So, ich muss noch ein bisschen damit klarkommen, dass die Kamera jetzt da unten steht. Extra nur für diese eine Aufnahme, die ich das nicht immer oben vor meinem Bildschirm halte. Mit dabei Salmon Stuntman und ein durchgeknallter Hollywood-Schönling. Sehr schön. Ja, ich denke mal, kann man durchaus mal lesen. Und wenn ich damit fertig bin, weiß ich auch schon, wem ich das, denke ich mal, noch geben werde. Moment, das muss ich einfach hinlegen. Geht nicht anders. Kann ich ja nicht aufstellen. Ist ja ein Heft. Muss ich ein Heft aufstellen. Gut. Aber auf jeden Fall, ja nett, auch die Civil War 2 Leseprobe. Warte mal. Wo fängt das denn an? Hier. Auf welcher Seite stehst du? Auch das. Natürlich noch einmal kurz gezeigt. Der Kampf um die Zukunft der Marvel-Helden beginnt. Jawohl. 1 von 8, 60 Seiten ab 24. Januar erhältlich für 5 Euro. Eine Leseprobe werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. So sieht das Ganze dann aus. Ich blätter mal einfach irgendeine Seite auf. Kann man es lesen? Nein, man kann es aber sehen. Ist doch immer nett, so eine kleine... So ein paar Comics mal wieder, ne? Ist bei mir auch schon etwas länger her, wenn ich mal ehrlich bin. Gut, dann sehe ich spontan noch 2 Sachen. Ich muss mir eben gucken, drunter ist nichts mehr, alles klar. Machen wir erstmal mit der Popfigur weiter, die natürlich wie immer nicht fehlen darf. Und, man sieht es schon, es ist Marvel. Ich weiß nicht, was man vorher schon gesehen hat. Es ist auf jeden Fall von Marvel. Das verrät schon ein bisschen was, ne? Wer das jetzt natürlich kennt, der weiß schon direkt Bescheid. Und ich muss sagen, gut, ich weiß auch schon direkt Bescheid. Ich habe den Film, ne, ich zeig's mal eben kurz, Civil War, Captain America Civil War, leider nicht gesehen. Ich habe ihn tatsächlich verpasst. Ich will's nachholen irgendwann, sobald ich den irgendwo gucken kann. Legal natürlich.
Aber auf jeden Fall Agent 13, Vinyl Bobblehead. So sieht das gute Stück aus. Das ist jetzt immer dann der überraschende Teil, weil das ist jetzt wirklich ja, soweit ich das jetzt einfach mal so schätze, das, was in den meisten anderen Loot Chest Boxen dann anders sein dürfte. Bis dato, glaube ich, dürfte alles ziemlich ähnlich sein bei der Figur. Ich hoffe mal, dass andere Leute andere Figuren haben. Ich habe nichts gegen die, ne? So ist das nicht gemeint. Aber, ja, wen hätte es denn noch gegeben? Können wir eben hinten drauf gucken, dann kann ich das so besser lesen. Fixieren. Kamera. Nein? Fixier diese Schrift, bitte. Geht das irgendwie, wenn ich da die Hand hinterhalte, besser? Keine Ahnung, ne, kann ich nicht. Egal, es hätte auf jeden Fall noch gegeben Captain America, Iron Man, Falcon, War Machine, etc., etc. Crossbones, Scarlet Witch, Black Panther, Winter Soldier und auf jeden Fall hier Agent 13 oder Agent 13 oder Agent 13 kann man mixen, glaube ich, wie man will. Sieht auf jeden Fall wirklich schön aus. Die ist übrigens unten schon offen gewesen. Also, nicht klar, die sind nie irgendwie zugeklebt oder so. Aber das hing da gerade so ein bisschen unten raus. Ist da was? Wenn das da eh schon halb offen rausguckt. Ich glaube, ich mache das lieber von oben auf. Wenn es knack sagt, ist nie gut. Möchte ich mal sagen. Ich hole sie einfach einmal raus. Kann ich es auch einmal in die Kamera halten. Na. Jawohl, geht doch. So. Das Ganze kommt erstmal wieder in den Karton. Ist ja egal. Jetzt wird das Ganze vorsichtig ausgepackt. Na, komm her. Komm da raus. Jawohl. Bubbly, 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 bubbly. Ja, ein Bobblehead natürlich. Ich habe immer Bobbleheads drin, ne? Beim letzten Mal auch schon. Beim letzten Mal auch schon? Nein, stimmt gar nicht. Doch, beim letzten Mal war ja der gute Scorpion bei mir in der Box. Und auf jeden Fall kann ich einmal zeigen. Halt mal einen Kopf still, sonst sieht man dich nicht. Ey, halt mal Kopf still hier. Bubbly, bubbly. Entschuldigung. Bubbly, bubbly. Ja. Natürlich auch wieder auf einem Ständer. Damit das Ganze, das sieht man gar nicht. Moment, ich muss eben die Kamera da. Na, es ist doof, das Kabel hat sich da eben drum gewickelt. Moment. Bauen wir uns einfach eben ganz kurz eine Standfläche. So. Ne? Damit auch einfach ein sicherer Stand gewährleistet ist. Hier unten drunter diese Platte. Steht da noch irgendwas unten drunter? Nummer 7323. Okay, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich die Herstellungscharge oder so. Auf jeden Fall auch wieder eine sehr schöne Figur. So, da bin ich wieder. Kurz habe ich hier fast die Folie runtergerissen. Beziehungsweise das, was hier neben mir auf dem kleinen Tischlein lag, habe ich einfach mal kurz gerade runtergerissen. Muss ja nicht drin bleiben, habe ich kurz wieder aufgeräumt. Auf jeden Fall, schöne kleine Figur. Kann man hier mit Sicherheit irgendwo noch mit hinstellen. Kann ich ja neben Thrall stellen, den ich hier noch gar nicht gezeigt habe, von der German Comic Con. Ne, habe ich mir den einfach mal gekauft. Und so, jetzt kommt sie da wieder rein. Ich stelle die wohlgemerkt immer ohne Box auf, ne, sondern wirklich als Figur irgendwo hin. Weil ich da jetzt kein extra Regal für habe, wo ich dann Box an Box rein könnte. Und ich finde, wenn ich das hier so locker flockig dekoriere, mein Regal hier oben drüber, sieht das doof aus, wenn da einfach wild drei Pappkartons drin rumstehen mit Figuren drin. Deshalb packe ich die mal aus. Die kommt auch nachher noch mit dazu. Agent 13, die Vinyl Bobblehead. Natürlich wieder super verarbeitet. Ich habe jetzt keinen Fehler gesehen. Aber wie will man es auch anders erwarten von Funko? Wenn ich das mal kurz so sagen darf. Sehr schön. Moment, jetzt machen wir es doch mal anders. Jetzt kommt die mal noch daneben. Die Box kommt mal runter. Wir haben jetzt nämlich noch das T-Shirt. Ich gehe mal davon aus, dass es ein T-Shirt ist. Ich sehe Stoff. So. Die Box kommt, ja, irgendwo, weiß ich noch nicht, auf dem Boden. Was haben wir denn da? Na, komm. Ja, das ist ja wieder, wow. Ich kenne das so, ja, genauso, dass man da einfach dran zieht und das geht auf. So, ich bin mal gespannt. In grau-schwarz gehalten.
Oh, oh, Leute. Kann man hinten schon mal sehen? Nein, hier von hinten ist nur grau. Sehr schön. Au, Entschuldigung, ich wiederhole mich, ne? Aber ich sage mal so, 85% Baumwolle, 15% Viskose. Ja, sehr schön. Nein, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Nicht über den Druck bügeln, auch das ist klar. Es ist ein... Ich will euch jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen. Resident Evil Shirt. Wo ist die Kamera? Ich halte es gerade vor meinem Mikrofon. Ich bin auch ein bisschen dulle, oder? Es ist ein Resident Evil Shirt. Ich muss sagen, das sieht sogar... Ich zeige es euch mal eben, ohne meine Mütze oben drüber. Ein echt schönes Shirt in Grau. Ich habe wenig Shirts in Grau. Ich trage eigentlich immer schwarz. Wie man sieht, passt einfach immer. Schwarz, Rot oder Gelb, das geht immer. Resident Evil, Zombie Mob, Raccoon City, hier der Zombie drauf, von Capcom, ne? Natürlich auch lizenziert, denke ich mal. Deshalb steht das hier oben so drin, jawohl. Größe L für mich, ich hoffe es passt mir. Kann ich mich gleich morgen neu eingekleidet. Hab ein neues T-Shirt, hab eine neue Mütze, perfekt. Kann ich alles hinlegen, kann ich gleich morgen wieder anziehen. Ja, schön. Auch das sieht, muss ich echt sagen, wieder mal wunderbar aus. Jetzt, ich bin schon bei 16 Minuten. Ich laber mir einen von Kopf, ne? Euch einen von Kopf. Was ist los hier? Auch das falten wir mal eben so ganz kurz zusammen. Dann haben wir das da auch noch liegen. Kann es auch noch sehen. Moment. Jawohl. So, und jetzt natürlich noch, also ich muss sagen, mit dem Inhalt bin ich ganz zufrieden. Ja gut, das Puzzle kann man machen, ne? Ich meine, warum nicht? Ist mal was anderes. Die Figur natürlich, wie immer, wenn da keine drin wäre, wäre doof, ne? Also da würde mir persönlich echt was fehlen. T-Shirt, Resident Evil. Ich freue mich auch schon auf, ne? Auf den neuen Resident Evil Teil. Das neue Game meine ich natürlich. Die Comic-Leseprobe und beziehungsweise die beiden neuen Stories und die Leseprobe. Was haben wir noch? Ach ja, die Mütze natürlich. Ich muss sagen, so wo ich die so aufhabe, die ist echt bequem und hält verdammt warm. Die sitzt hier nämlich auch nicht so eng. Ne? Meistens habe ich Mützen, die dann sehr eng sitzen. Und die hier hat sogar noch locker Platz und hält echt verdammt warm. Die darf ich jetzt nur nicht wieder absetzen vor der Kamera, sonst sehe ich nämlich ungefähr so aus. Geht sogar noch. Egal, ich komme gleich wieder auf. So, schauen wir einmal kurz ins Lootbook nochmal rein. Also ich muss sagen, ich bin mit der Box wie immer sehr zufrieden. Was haben wir denn hier? Moment mal eben. Kann das sein? Das hier war übrigens der Plusartikel. Hat vielleicht gar nicht jeder von euch. Ha, aber ich hab's. Es lohnt sich immer, eine Plusbox zu nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich blätter mal eben durch. Den haben wir hier noch. Pascal bei YouTube Paco TV war der Gewinner des Monats. Der Featured YouTube Channel von SilentMike09. Logischerweise. Und was haben wir hier noch? So, jetzt kommen wir mal eben zu dem Shirt. Na, was mache ich denn hier? Zu dem Shirt. Marktpreis 19,95 €. Schon vor 20 Jahren eroberte Resident Evil die Herzen der Survival-Fans. Passend zum Filmstart und dem neuen Game-Release ehren wir diesen Geburtstag mit einem exklusiven T-Shirt. Exklusives Lizenz-T-Shirt, jawohl, also 19,95 €. Captain America Civil War Funko Pop. Es können tatsächlich drin sein, laut dieser Abbildung hier. Sind zumindest 5 verschiedene drin. Oder können 5 verschiedene drin sein, ich bin mal gespannt. Ich werde es mir natürlich auch bei anderen Leuten wie immer angucken, ne? Bin immer auch sehr gespannt, was andere so drin haben. Bei 14,95 € macht zusammen, ne, schon mal bei 35 € ungefähr. Das Puzzle, okay, 5 €. Kriegst du das Puzzle von Dawn of Justice, Batman oder Superman Graffiti hin? Es gäbe also auch da mehrere. Superman Graffiti, Batman Graffiti oder Dawn of Justice, okay. Wir haben Superman, warum auch nicht? Der Biohazard Vinyl Sticker kostet tatsächlich im Handel 3 €, also 2,95 €. Und natürlich die süße Aufmerksamkeit haben wir noch. Spider-Man Comic gratis natürlich. Und Mars Effect der Beanie.
passend zur kalten Jahreszeit halt mir deinen Kopf mit einer exklusiven Mass Effect N7 Beanie warm. Jawohl, auch 15 Euro. Von daher, ich muss sagen, ich bin wieder wunderbar zufrieden. Und Leute, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich denke mal ungefähr 16. Februar kommt die nächste. Hoffe ich sehr stark. Und ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bin zufrieden. Mehr kann ich nicht sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.